Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir uns darum bemüht, den Schlüssel für diesen komischen Lichtfuzzi zu besorgen. Und in dieser Folge möchten wir ihm diesen gerne geben. Allerdings werden wir hier vor die Wahl gestellt, ob wir es wirklich tun oder etwas anderes machen. Und was wir genau machen werden, das erfahrt ihr heute. Ah ja, ich habe mich einen Keks gefreut. So, da haben wir einen Panzer und einen Jäger. Und da haben wir einen Jäger. Der ist ja wahrscheinlich zu nah dran, um den mit richtigen Waffen fertig zu machen, ne? Ich wollte zurück zur Arche, stimmt. Träger ist immun gegen kritische Treffer. Ja, gut. Ist okay. Uah, das war close. Oh, ich könnte hier hochgehen. Oh mein Gott. Oh, das sind drei. Oh. Oh. Gut. Und da ist irgendwas Fancyes. Und die Katzen zoffen sich mal wieder. Geh mal weg da, ich muss mich vorbereiten. Nur Dax ist noch da unten. Oh Gott, ich wollte gar nicht entscheiden. So, Dax geht dann hier hin. Alter, Bormin. Oh. Den Jäger da unten werden wir einnehmen. Hoffentlich. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mich hier alleine hinzustellen. Aber wir speichern ja hier ab. Und ich hoffe, die Fähigkeit ist auch wieder bereit. Da ist sie. Nice. Und noch niemand hat's mitbekommen. Aha, guck mal, wer ich bin. Okay, jetzt hast du ja die Aggro gezogen, ne? Lutnikowski. Ah, ist die Waffe, die der eine Typ hatte. Ich wollte sie haben, jetzt habe ich sie. Aber die streut, heilige Scheiße. Hohoho. Oh nein! Wieso tust du das? Ja, genau, greift ihn an. Ihr seid Deppen, Alter. So, perfekte Deckung. Minus 75%. Wir haben nur noch 50% Trefferchance. Und bei ihm? Da haben wir 100. Also gib ihm. Und da ich drei Kills brauche und hier mehr als drei Gegner sind, habe ich meine Fähigkeiten gleich wieder. Eigentlich könnte ich ihm noch einen Angriff gönnen, oder? Egal, komm, weg mit dir, Junge. Hey, was soll das? Wieso kannst du da durchschießen? Ich bin hier oben. Hier oben bin ich, Junge. Gibt's doch nicht. Stay down. Yeah, baby. Der Typ will Stress, ja. Kannst du haben, mein Freund. Den kannst du fucking haben.
Ne? Das ist kacke, ne? Keine Feuerlinie. War ja so klar. War ja so klar, komm. Wenn Dax stirbt, dann wirst du auch sterben, mein Freund. Ich meine nur. Lol, hohoho. Jetzt verkackt. Tschüss. Es ging leichter als gedacht. Level up. Der Schlüssel. Oh, neue Objekte im Laden. Vielleicht eine neue Waffe, die ich eher kaufen möchte. Die dann nochmal teurer ist. Rauchgranate. Rauchgranate. Hier habe ich alles eingesammelt, ne? Ja. So. Handgranaten. EMP-Granate. Was man hier nicht alles bekommt. Elysium EMP 50. Zwei zusätzliche kritische Schaden. 50% Chance, robotische Gegner zu deaktivieren. Das ist eine geile Nummer. Und ich werde sie Dax geben, glaube ich. Was hast du denn, Dax? Ach, die habe ich immer noch. Gegner zurückzuwerfen. Ja gut, den Bibelschrauber, den werde ich dann einfach Bormin geben. Der wird dann gleichzeitig verbrennen und Gegner zurückwerfen. Das ist ein Plan. Ja, es ist ein Plan. Gibt's hier noch Schrott? Ja, da hinten ist noch ein Gegner. Lol. Oh. Und der hat nichts mitbekommen? Ist das so? Warum nicht? Ich gehe vorher nochmal zurück. Ich will dahin. Aber ich gehe vorher nochmal zurück und verbessere meine Sachen. So viele Waffenteile, Alter. Bin so happy. Das heißt, wir können Deckung zerstören, Gegner in Flammen setzen und sie zurückstoßen. Ist das eine geile Nummer? Okay. Wir müssen gleich ziemlich viel umplanen, deswegen gehen wir jetzt mal zur Arche. Und dann kommen wir wieder und töten den Mimir. Ganz, ganz easy. Ich meine, wir bekommen den Mimir schon irgendwie down. Also, ich denke nicht. Also zur Not greife ich ihn halt einmal mit Bormin an und lauf weg. Der hat nicht wirklich viel Möglichkeiten. Oder mit Dax. Weil Dax kann ein bisschen mehr rennen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So. Eine Bastelstube. If you're here to pick through my dad's stuff, you can pick clean, okay? But if you want a fix or an upgrade, talk to me. Na, jetzt haben wir wieder 15. So gut wie die Schroti. Ach so. Moment. Nee. Ach so, haha, ich bin blöd. Ich wollte eigentlich das hier noch dazu machen. Oh, gut. Akzeptiert. So finde ich das schon ganz gut. Reichweite brauche ich jetzt nicht unbedingt. Later, Stalkers. Okay. Du hast neue Sachen, habe ich gehört. My favorite Stalker. I was just reclining here, dreaming of when I'd see you again. I guess dreams do come true. Das ist auch geil, das will ich auch haben. Ich brauche noch 110! Ich kotze gleich. Alter Schwede. Okay, kurz ein bisschen umorganisieren. Und zwar haben wir ja diverse Waffen, die Gegner deaktivieren, ne? Also Roboter. Zum Beispiel der hier, 50%. Das ist schon mal ganz gut. Oh. Oh. Ich sehe. Also rein theoretisch müsste der Elysium EMP 50 auf diese Waffe. Der hat 20% und der hier hat Verbrennen. Okay, wir müssen umorganisieren. Es geht nicht anders. Wenn wir Roboter deaktivieren wollen, vor allem lautlos, dann müssen wir umorganisieren. Schade um den kritischen Treffer, aber naja. 100% zurückzuwerfen ist auch geil.
Na gut. Dann machen wir das so. Oder wir machen die 20% drauf. Ach. Was soll denn der Scheiß? Gegner zurückwerfen ist auch gut. So, wobei, Moment. Einfach nur, weil ich's kann. Ja, wir wissen alle, dass du Delta heißt. Wieso ist der Schleuderer noch nicht auf 3? Ach ja, weil ich eine neue Waffe kaufen wollte. Stimmt, da war ja was. Achso, 2 zusätzliche. Ach, der hat schon 2. Oh. Oh. Weil sonst hätte ich nämlich den hier drauf gemacht, aber ich brauche den kritischen. Na gut. Hau rein. Na gut. Dann wollen wir mal den Dicken fertig machen, ne? Also wir haben eine recht gute Chance, dem nichts auszuschalten. Ist der größer als die anderen? Er weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass das sitzt. Ich habe nicht gespeichert, ne? Aber wir können jetzt speichern. Alles gut. Oh, es hat schon funktioniert. Alter, wie viel Schaden ich einfach mache. Ist das pervers. Er ist schon kaputt? Alter. Das war ja ein bisschen zu einfach, oder? Waffenteile 16. Ja, wenn ich eine bessere Waffe finde, kann ich sie dann instant aufstocken, wenn ich es brauche. Oh, Loot, Loot, Loot. Ich liebe Loot. I sense there's something valuable in here. Träger ist immun gegen kritische Treffer. Wie oft noch? Scheiß auf kritische Treffer, die treffen mich doch eh nicht. Ich bin ein viel zu großes Arschloch, als dass ich mich treffen lassen würde. Oh, Schrott. Oh, so viel dazu. Ich meine, immerhin Waffenteile. Und XP. Weiß nicht, was. Sparen wir darauf, würde ich sagen, ne? Oh, das war eine kleine Enttäuschung. Vor allem der Kampf gerade war eine kleine Enttäuschung. Was soll's. Gut. Gehen wir weiter. Ich drücke mal Start, wenn ich auf die Karte will. So, Schloss der Lichter. Dann gehen wir mal zu ihm und geben ihm den komischen Schlüssel. So ist da noch ein Fragezeichen. Alter, wir werden wahrscheinlich außenrum weitergehen. Nach unserer Quest. Nachdem wir ihn erreicht haben, oder was? Ne, also nehme ich jetzt mal stark an, ne? Bring the key back to me, my intrepid warriors, so we may once again shine light from this blessed cathedral of hope. Bring the key back. Bring the key back. Lux's key. Should we give it to him or give it to Prep back home? We promised to return it. Our word is our bond. That's the Stalker way. How about we just take the key and unlock his sacred sanctum ourselves? Go in. Take a little peek. Oh, Gottes Willen. Ey, ich weiß es nicht. Wir speichern mal. Guck, was passiert. Warum können wir jetzt einfach reingehen? Das gefällt mir gar nicht. Oh. Ich habe das Gefühl, dass ich mir hier rauskämpfen muss. Vor allem ist... Finden das meine Leute nicht irgendwie ein bisschen merksam, sag ich schon. Merkwürdig, dass der Typ über Gedankenkontrolle mit denen redet. Also ich finde das schon ein bisschen unheimlich. Also wenn ich die wäre. Mir prinzipiell ist es gerade scheißegal, ich habe gespeichert. Wo ist denn nicht der Haudegen? Oh, guck mal! Da konnte man rein. Jetzt? Das hätte ich doch gesehen. Hätte ich doch gesehen, oder?
Aber wahrscheinlich konnte man hier rein, nur nicht weiter rein. Die werden bestimmt alle gleich rot sein. Ach, da ist er. Wir können also entweder zu ihm gehen, sie unserem Kollegen Prep geben oder selber reingehen und reingucken, was da so Schönes gibt. Oh, ich will den Loot. Nein, der Loot. Ah, the Stalker's returned. And you've returned the key to my sanctum. My machines will once again hum with energy and the lights will shine so bright. They will be seen by the ancients in space. Thank you, Stalkers. Thank you. Hör auf, zu krank zu lachen. Was ist denn los mit dir? Das ist gut. Er hat das Ding, jetzt freut er sich. Wir gucken mal, was hier drin ist. Ob es sich lohnt. Träger ist immun gegen Elektrizität. Ja, das ist okay, wenn wir gegen solche Leute kämpfen sollten. Kann sich schon lohnen, das zu holen. Jetzt laden wir mal das Speyer und dann... Zu Prip würde wahrscheinlich eh nichts bringen. Wobei, wenn wir es zu Prip bringen und dann wiederkommen, können wir sie einzeln ausschalten. Weil dann werden sie wahrscheinlich böse auf uns sein. Wenn wir jetzt reingehen, werden die wahrscheinlich auch böse auf uns sein. Also Hauptsache, wir haben einen Vorteil. Ich will nicht da oben stehen und plötzlich, hey, ihr Schweine! Was soll der Scheiß? Und plötzlich, umzingelt sein von irgendwelchen Typen. Das speichert er da einfach. Klar, weil da normalerweise ein Kampf losgeht. Wenn ich wiederkomme ohne Schlüssel. Oh. Okay, das wäre wahrscheinlich kacke. Aber wenn wir jetzt in die Tür reingehen und die pissig auf uns sind, dann können wir sie einzeln ausschalten. Jedenfalls ist das der Plan. Ja, wir gucken einfach mal rein, was da so drin ist. Vor allem steht da Lux drauf. War das vielleicht Luxemburg mal gewesen? Weiß es nicht. Was zum... Who is that? More workers for the wheels? Hard to see. So hard to see. You look like you're about to have a heart attack. Take a break. Talk to us. I can't stop now. I see the light of the ancients on the horizon. I'm almost there. Then I will be with the ancients in space for a million lifetimes. Then after a million, where do you go? Listen, this guy's nuts. All these guys are nuts. They're not nuts. They're hypnotized. He must be using his mind control to force these people to power his lights. Okay, fun time's over, people. You've been hypnotized. Wake the hell up and get out of here. Fitnessstudio. Erfolg bekommen. Ja, was mich gerade ein bisschen überrascht ist, wieso sind hier zwei frei? Das zum einen. Und zum anderen, der Typ hatte Probleme, die Tür aufzumachen. Ich meine, sei dahingestellt, dass er es einfach hätte aufschlagen können. Oh, Lux-Lampen. Nice. Oh man. Would you look at these? I've never seen something so beautiful. Jeez. Lux must have been a happy boy when he got hold of these. Probably used only on special occasions. Okay. Will ich den Kampf machen? Ich meine, ich würde dadurch Erfahrungspunkte kriegen und würde dann ein Vorteil sein, ne? Ja, zum anderen, die Tür war halt zu. Er kam hier nicht rein. Wieso habt ihr weitergestrampelt? Lasst es doch bleiben. Aber gut. What have you done? What have you done? The lights must have power. You will become my new slaves. Give your minds to me. Huch! Attack them, my followers! The ancients demand it! Take the swine! Ungünstig! Oh. Ja, jetzt sind so viele, ich spul vor. Ja, cool. Verstecken wir uns. Vielleicht hättest du vorne bleiben sollen, aber egal.
Ne, aber ich habe die Deckung mit dem zerstört. Immerhin. Laufen wir mal dahin. Ich zerstöre die ganze Deckung. Kann ich nicht? Eigentlich direkt hier. Oh. Ungültiges Ziel. Verdammt! Ich wäre da so gern hingelaufen. Du bist ja versteckt, ne? Ich habe auch viel zu oft nicht getroffen. Ich weiß nicht, bin ich da versteckt? Keine Ahnung. I command you to die. Au. Okay, das ist ein bisschen blöd. Okay, das ist komplett blöd. Aber wie machen wir das? Ich habe eine gewisse Zeit, mich zu verstecken. Und ich sollte alle voll heilen. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Das Schlüssel liegt da. Oh, das haben wir auch nicht gelesen, ne? Ein Seil mit elektrischen, zeremoniellen, religiösen Lampen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Lux, wertvollster Besitz. Okay, wir werden einfach mal alle voll heilen. Ich meine, zur Not habe ich auch gespeichert vorher. Ja, Leute, das war's für heute. Wir haben zum Schluss noch Lux-Lampen bekommen. Die werden wir auf jeden Fall noch abgeben und dann noch ein paar Upgrades damit holen. Und es ist ein bisschen seltsam, dass der Typ im Keller mehrere Leute hat, die im Fahrrad sitzen und für ihn Strom erzeugen. Und wieso er den Schlüssel brauchte, weiß ich auch nicht. Da ist offensichtlich eine offene Tür gewesen. Gut, da war eine fette Ranke, aber ganz ehrlich, die wird dich schon nicht aufspießen. Die ist so groß, die kannst du eigentlich gar nicht verwählen. Oder andersrum. Die kann ich nur verfehlen. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns in der morgigen Folge und gucken, wie wir aus diesem ganzen Scheiß rauskommen. Ciao.